weiß nicht, ob. Aber man kann aus Hanf auch noch andere Sachen herstellen. Ja, gute Säcke zum Beispiel. Guten alten Jutesäcke, wer kennt sie nicht? So. Genug Spaß. Ist auf der Kirche. In der Kirche. Wir werden jetzt erstmal eine Holzmarkierung hinstellen. Ba, 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 ba. Null. Lass mal sehen. Deswegen. Verstehe. Null. Sonst hätte er minus 1 gehabt und jetzt hat er. 1. Das ist schon mal weg. Ich brauche noch einen Grabzaun aus. Bei den anderen kann ich das vielleicht. Kaputt, genau. Kann ich den entfernen? Kann ich das entfernen und ein neues Kreuz draufhauen? Oh. Okay, gut. Vielleicht hätte ich lieber das hier entfernen sollen. Das war nämlich, glaube ich, ein teureres Kreuz. Was soll's? Ja, was soll's? Zeit vergeht in Games. Ich glaube nicht. Ich hab schon gelesen, es gab den ersten Balance-Patch ja ein, zwei Tage danach. Wo sie gerade jetzt angefangen haben, arg etwas zu verlängern, weil irgendwie der Tag zu schnell vorbeiging und sowas. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sein, ja, ich bin kein Fanboy, aber. aber ich fand, ist der Alpha schon ziemlich. Ja, man hatte ständig das Gefühl, dass ob die Zeit knapp ist. Das war auch irgendwie cool. War irgendwie. Aber naja, um Zeit. Rad ist seit Freitag released, heute ist Montag. Es kann natürlich nicht an jedem Tag sofort oder am gleichen Release-Tag alles drin sein. Wir sind nämlich schließlich nicht mehr 1990, also noch auf CDs hatte. Meine Patches nach. Und 1000 Leute im Kundendienst angerufen haben und gesagt haben: Hey, mein Spiel funktioniert nicht! Nehmt mal geil in den Wald! Versteht, ich soll Diskette 114 einlegen. Das ist unser. So, ich. Holz, ich bin Holz. Ah, was brauchen wir als nächstes? Lasset mich überlegen. Ich tendiere dazu. Ja, zu was eigentlich? Zu primitives Schmied. Genau. Und ich tendiere zu den Ofen bauen. Den hier, genau. Dazu brauche ich Balken. Ach, das sollen Balken sein? Ich dachte, das sind Balken. Das sind auch Balken. Holzbalken und Balken. Okay. Wie auch immer. Ich brauche auf jeden Fall 14 Steine und einfache Eisenstücke. Die einfachen Eisenstücke können wir beim Schmied kaufen. Und den Stein, den kann ich mir selber holen. 14 Steine kann ich holen. Okay, das ist das erste Ziel, den Ofen zu holen. Denn wir brauchen einen kontinuierlichen Fluss an Materialien. Ich auch Eisen. Und brauchen den Ofen quasi als Eisenschmelz. Ist natürlich auch aus. Man bekommt zwei Steine. Man bekommt zwei Steine. Ja. Einen Moment mal kurz. Okay. Zurück ins Game. Ja, mein Urlaub. Ich war mit den Kindern meiner Frau in Österreich auf einem Bauernhof. Und es war sehr schön. Zu unserer Überraschung hat der Bauernhof. War kein Bauernhof, es war mehr ein Ferienhotel mit Kinderbauernhof und Streichelzoo und wir haben quasi ein Patenpferd bekommen, das durften wir jederzeit aus dem Stall nehmen, aufsatteln und da meine Frau früh geritten ist, wusste sie, wie das geht und der Große ist dann quasi immer auf dem Pflegepony geritten. Das war sehr, 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 sehr cool. Kann ich echt empfehlen, das hat ihm sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Und heute hat er tatsächlich gesagt, Papa, wann fahren wir wieder zu Charlie? Charlie war das Pferd. Und, War wirklich cool. Ich würde echt sagen, hat ihm so viel Spaß gemacht. Uns natürlich auch, wenn es sehr, sehr anstrengend war. Essen war auch hervorragend, denn wir hatten fast alles selbst geschlachtet. Ne, selbst geschlachtet nicht, aber haben fast alles selbst angebaut. Visitor, ich habe gerade einen Visitor. Ja, zu dem gehen wir jetzt gleich hin. Ja, man kann ja über Umweltschutz sagen, was man will. Ja, ich konnte es mir trotzdem nicht nehmen, das zumindest einmal in der Woche Rindfleisch zu essen. Ich habe allerdings auch den Fisch aus der eigenen Forellenzucht gegessen. Und es war wirklich sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen.
Aber jetzt mal kurz leise, weil jetzt ist der Inquisitor da. Aber es Probleme! Nein, mein Herr, oder ein komischer Boxer. Oder ist er? Halt! Rückt euch von hier auf den Flug. Wenn uns Leute. Muss für wahr ein Kultist sein, mein Herr. Inquisitorswerte hier. Dafür wollen wir keine Fragen. Musst du wohl neu sein? Ich fühle, dass du die Wahrheit sagst. Möchtest du mich zur Hexenverbrennung? Wirklich? Zur Hexenbildung begleiten? Das stand im Englisch nicht dran. Da wusste man nicht. Wir nehmen von echten. Ich bin hierher gekommen. Jetzt ist nicht die Zeit zu scherzen. Und mir gefällt deine Einstellung nicht. Hier bin ich, der Großinquisitor. Schütze den wahren Glauben und die Menschheit. Wir leben gerade schwere Zeiten in der Stadt. Das Schiff der Toten ist bereits überfüllt. Steckt schon am Schiff am Hafen fest. Ein Friedhof kann nichts anderes als ein Zeitpunkt. Werden. Dunkle Kult wird stärker. Ich kann es fühlen. Rechtschaffener Zorn regt sich in meiner Seele. Wir hatten lange keine Hexen mehr. Und jetzt verbrennen wir schon die zweite dieses Jahr. Das ist nur der Anfang. Verbrennen, jawohl. Barbaren, elende Barbaren. Ja, ich kann mich erinnern, in der Alpha hat er nicht gesagt, wo man hingeht. Dann wusste man nicht, dass die Hexenverbrennung ist. Und naja. Für mit Leichen zu tun. Das gehört zu meiner Arbeit. Du lebst gleich in dem Hügel im Friedhof? Ja. Interessant, interessant. Ich brauche hier jemanden im Dorf, einen Freund. Ein Freund von mir, der Heiligen Inquisition. Dorfbewohner sind so verschieden von uns Stadtmenschen. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Euch hier. Hier könnten ungewöhnliche Dinge auffallen. Ja, wer ist ein Freund? Natürlich. Großinquisitor, hallo? Religiöser Spinner muss unbedingt mein Freund sein, selbstverständlich. Weise Entscheidung. Freundschaft basiert auf Vertrauen und guten Willen. Um mein Vertrauen zu gewinnen und ein Freund der Inquisition zu werden, musst du diesen guten Willen erst einmal beweisen. Denn ich habe ein paar kleine Aufgaben für dich. Alles zu seiner Zeit. Heute ist der Tag des Zorns. Ein Tag, um sich mit Kleinigkeiten herumzuschlagen. Wir können am nächsten Mail Day reden oder eine andere Mail Day. Ich komme gerne hier hin. Ah, ja, einen Tag ist jetzt so. Okay, schön. Doch nicht schön. Das ist übrigens das Portal, von dem er spricht. Hier kann man soweit nichts tun. Hier kann ich nichts abbauen. Das konnte ich in der Alpha schon. Oder kann ich nur hier was abbauen? Nein, auch nicht. Schade. In der Alpha konnte ich das abbauen. Vielleicht geht das erst später. Da ist immer noch das verbrannte Haus. Was ich kann. Hier ist noch ein Grab. Weiß ich nicht. Vielleicht soll ich das auch reparieren. Vielleicht gibt es auch irgendwas. Aber ein bisschen hat es mich demotiviert, dass ich es gelesen habe. Ja, weil ich wollte so viel ausprobieren im Game, was es noch gibt, was man noch machen kann und so weiter. Aber wenn wir das natürlich alles abgeschafft haben und nicht gemacht haben, das ist halt schon ein bisschen traurig. Verlernt Leben! Vielleicht bin ich hier eigentlich. Ich will gar nichts ausgraben. So, okay. Wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder runter, denn die volle Hexenverbrennung ist vorbei. Wir gehen kurz zum Friedhof, machen noch unser Zeugs fertig. Das ist schon unsere Grabmarkierung. Oder zumindest ein bisschen. Bescheid bekommen. Mist, ich habe vergessen zu Horadric zu gehen wegen dem Garten. Aber das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm, das kostet eh nur Zeit. Und wir haben ja noch genügend Teig. Okay. Ach. Ich bekomme das wieder. Verstehe. Entfernen heißt nicht kaputt, sondern ich heiße, bekomme das wieder. Okay, schön. Von mir aus, okay. Was brauchen wir denn noch? Wir könnten in der Zwischenzeit wieder etwas Essen reinwerfen. Außerdem ist der Tag vorbei und hier kommt schon unser Freund, der Esel. Ich instant die Leiche grabben. Instant. Was denn das tun? Einmal schneiden, waschen, legen, bitte. Überlegen. Weil ich jetzt keine Lust habe, nochmal zurückgehen und zu schlafen, werde ich mir jetzt einen Trank reinhauen, denn wir haben nämlich zwei Energietränke bekommen. Ich weiß gar nicht, von wem ich die bekommen habe, ob ich die angefangen hatte.
Zack, wir entfernen alles. Entfernen jetzt Leiche, dann nehmen wir ja. Brauchen, ach du heilige Mama, wir brauchen 3 von diesen komischen Aufhübschdingern. Ui. Ui. Pack den jetzt aber da rein. Genau, bestatten. Chaka. Genau, der hat jetzt -3. Verstehe. Ah. Oh, verstehe. Ich dachte, das wäre random gewesen. Okay, gut. Dann ist. Dann eben nicht. Ich kann noch Pilze mitnehmen. Baumsucht nach Pilzen. Ich will keine Blumen. Ich will Pilze. Gebt mir Pilze. Weiter. Fleisch ist fertig. Fertig ist. Ich denn. Pilz muss weg. Und werde meine Leichenteile heller lagern. Das hatte ich in der Alpha schon erwähnt, denn die Leichenteile müssen bleiben. Ich mag es nicht, wenn Leichen stinken. Denn deswegen bleiben wir jetzt erstmal hier. Schlafen weiter. Oder weiter nicht wieder. Ist Moon Day. Das trifft sich gut. Wenn der Tag anbricht, werden wir gleich mal zum Astrologen gehen. Zum jungen Astrologen. Ja, das ist schön. Da werden das schon mal geklärt. Ja. Das ist auch genau das, was ich immer sage, wenn ich früh aufstehe. Ja. So erfrischt. Ich sage die guten Stories vom Urlaub, die hebe ich mir trotzdem am Freitag auf. Ja. Meisten wahrscheinlich gar nicht, dass ich was streame. Der gute Buhn, der natürlich immer da ist. ja, schön. Ja, okay. Ich weiß natürlich auch, wo der Astrolog ist. Woanders. Ich werde nicht zuerst zu ihm reingehen. Ja, ich hatte nämlich in der Alpha echt das Problem, dass ich 3 oder 4 Mal den gleichen Weg laufen musste, weil ich zu dumm war, Zeit richtig abzuschätzen. Dann ist es tatsächlich ein guter Weg dahin. Kann man Eier kaufen übrigens? Hält sich an. Du packst auch auf dem anderen Screen. Ja, das ist mir schon klar. Und nur optimistisch zu bleiben. Ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Ein Deko, das ist. Mein Frieden, meine Gewürze sind süß. Ich bin mir Honig, ich bin bei wie meine Kuchen backen. Gut, klasse. Bonbon, Bonbon, ich bin der Deko. Bin ich der Deko? Okay, der hat also jetzt auch eine Quest. Ich bin ihm Hanf sammelt. Der eine oder andere wird sich fragen, warum denn Hanfsamen? Hai werden? Nein, natürlich will man nicht Hai werden. Ich weiß nicht, ob ich da war. Man kann aus Hanf auch noch andere Sachen erstellen. Ja, gute Säcke zum Beispiel. Guten alten Jutesäcke, wer kennt sie nicht? So. Da ist der junge Mann, der junge Astrologe hier. Hallo! Das wo? War ich mal. Jetzt nur noch eine verlorene Seele verlaufen. Neue Friedhofswerte und ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendwas, außer mir. Wissen macht einsam, junger Mann. Du bist ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Schön arroganter Kerl. Du kümmerst dich um den Friedhof. Psst, still. Kann mir nicht helfen, aber es sieht immer noch ein bisschen aus wie Muten Roshi. Bring mal einen Schädel, das ist verboten. Aber den kümmern schon die Regeln, diese blöden Inquisitoren. Oh, ich hab den Schädel wieder, nein, ich hab den Schädel wieder drin lassen. Nein! Schwarzhaften Gary, er ist mein Freund irgendwie. Ich glaube nicht, dass es angemessen war. Nein, ich brauche eigentlich irgendeinen Schädel von einer Leiche. Ah, Mann, so was ärgerlich. Jetzt muss ich am nächsten Munde machen. Heilige Makrele, mein Jung. Das ist aus wie immer der Zeit der Zauberwelt, der Fischerei sein wird. Dann ist heute dein Glückstag.
weiß eine Menge darüber. Und so entspannend und profitabel. Und außerdem sind Fische echt lecker. Eine gute Wahl, mein Junge. Gib dir alles, was du brauchst. Du bringst dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Frage deine Angel. Na klar, mein Junge. Wie wir Motten. Oh. Kannst du einfach grillen. Steht mir natürlich Fischnagel, selbstverständlich. Und wenn du Fisch isst, fängst du an, wie ein Fisch zu denken. Ein guter Fischer muss Fisch natürlich. Okay, schön. Das heißt, ich bekomme die Angel. Ich bekomme die Angel, wenn ich ihm Motten bringe. Zum Angeln. Okay, also das, die Quest ist tatsächlich neu. Die gab es in der Alpha noch. Wir holen uns jetzt hier noch den Pilz. Der Schwammerino. Schauen wir mal, da hinten gab es. Außer Bär. Noch. Burn. Erdburn. Ja, damit. So, Boon, wie lange hast du heute Zeit? Morgen Arbeit? Ich laufe übrigens zu Heretic zurück, ja, ich darf das nicht vergessen. Ich muss mal immer wieder vorsagen, was ich tue, weil mein Hirn ist etwas siebig. Nicht nur etwas siebig, sondern sehr siebig. Und weil mein Hirn sehr siebig ist, muss mir immer das... Stopp, Arbeit, Arbeit. Heißt, wie lange Zeit? 11, 12, 1. Die sind hier echt Bretter drüber. Was ist hier eigentlich los? Kann ich hier rüberlaufen? Ist da nix. Oh, guck mal. Oh. Mann, okay. 35. Ah. Eine Stunde noch. Eine Stunde wollte ich auf jeden Fall nur Graveyard Keeper zocken. Frage nach dem Garten. Ich habe einen verlassenen Garten nicht. Da der Garten. Der wurde vom Händler besetzt. Jemand ist schuldensit. Kann jemanden finden? Könntet ihr die Erlaubnis erteilen, die ganze benutzen? Ja, sonst freiwillig jetzt. Jemand finden, der benutzt. Ich habe gesagt, der Garten gehört. Einfach, er hat das Recht verpacht. Alles nördlich des Bades, dort gehört dem Dorf. Wir haben hier eine demokratische Gemeinschaft und ich bin der Vorsteher. Ach so. Gut, dann musst du immer hinterlegen. Naja. Es ist rechtens einfach die Erlaubnis ohne deine Zustimmung. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles weitere später mit ihm nimmst. Selbstverständlich. Ich bin mit dem Händler am Quake Day. Ja, mehr jetzt. Du hast außerdem was zum Mond bis zum Unsinn zu. Alle wissen doch, dass die Erde flach ist. 204 nach der goldenen Abmachung. Das Königreich. In diesem Dorf ist überhaupt nicht 100. Fragen. Mal kriege ich Geld von dir. Dann nehme ich Essen mit, denn wir mal die Traubentorte hat 80 kostet 80. 10, 12. Kostet das jetzt genauso viel wie Energie bringt? Da bekommt. Aufwechsel. Schläft. Die Regeneration ist mit Schlafen erhöht. Ach du Heilige. Mehr Buffs. Oh! Das Bier schmeckt jetzt viel besser. Okay, nee, dann nehmen wir erstmal nichts mit. Auf jeden Fall interessant. Daune, ja, das wird's. Dann. Wir gehen zurück zum Dorf. Quatsch, wir gehen zurück zum Friedhof. Wir werden jetzt erstmal eine Runde pennen. Pennen. Und dann, machen wir dann, gehe ich erstmal durch für heute. Denn der Boon hat nämlich noch bis 22:30 Zeit. Er weiß bestimmt, was ich möchte. Ganz bestimmt. Das, was nicht ausgesprochen werden darf. Das, was
genau weiß, was es ist. Ich beanspruche. Alles andere kläre ich später. Ich mache jetzt hier erstmal zwei Beete hin. Warum? Weil ich es kann. Genau, weil ich es kann. Hört. Ja, sagt er, ja. Leute werden dich hassen. Der Flieg ist in den Baum. Im Stream aufhören werden. Muss man hier noch ein bisschen sauber. Dann sehen wir uns vorerst am Freitag wieder. Denn Freitag ist Freitag. Und am Freitag werde ich definitiv wieder Graveyard Keeper zocken, denn Rimworld ist immer noch nicht da. Und damit verabschiede ich mich von Twitch und auch der nächsten Folge. Ja, Freitag sollte das jetzt reichen. Und sehen uns dann. Macht es gut. Da rein. Ciao, ciao.